Mrida. Kurze Erläuterung des Sanskrit-Wortes Mrida als Teil des Yoga-Vidya-Sanskrit-Wörterbuchs. Mrida heißt gnädig. Mrida heißt also gnädig. Ein Mensch kann Mrida sein, Gott ist Mrida, ein Heiliger ist Mrida und du auch kannst Mrida sein, indem du freundlich und liebevoll zu anderen bist. Selbst wenn es andere mal nicht verdienen. Es ist oft gut, Mrida zu sein, gnädig zu sein und anderen ihre Fehler zu vergeben. In diesem Sinne, Mrida, du kannst auf Mrida vertrauen, Gott wird dir deine Fehler vergeben, so wie du einen neuen Ansatz machst, dich zu verbessern. Auch andere Menschen werden dir ihre Fehler vergeben, sie können Mrida sein, wird auch deine Fehler vergeben, sie können Mrida sein, wenn du um Entschuldigung bittest. Das ist ein einfaches Prinzip. Hast du einen Fehler gemacht? Bitte um Entschuldigung. Und dann werden Menschen das tun. Gebrauche keine Ausreden, sondern sage, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, das war nicht gut, ich bitte um Entschuldigung. Dann kannst du darauf vertrauen, die meisten Menschen werden Mrida sein, gnädig sein. Und sei du es auch, wenn jemand anders einen Fehler macht. Natürlich, manchmal musst du auch mal vehement werden. Manchmal musst du dich durchsetzen. Nicht immer kannst du es erlauben, dass andere dir auf dem Kopf rumtrampeln. Aber relativ häufig ist Mrida, gnädig zu sein, die bessere Alternative. Also Mrida heißt gnädig.